Einen wunderschönen guten Tag zu Dacker Dacker TV aus dem Keller des Frusts mit dem Max an meiner Seite. Mahlzeit. Heute ist Vatertag. Jawohl. Und deswegen wird gleich gegönnt hier. Ja. Muss man mal machen. Kann man machen. Und ich habe das schon mal erklärt, es gibt so Bierrezeptoren in der Haut. Das okay. Es ist reine Biologie. Die reagieren mit UV-Strahlung. Aha. Ne? Also schönes Wetter, ist Sonne. Ist ja. Dann trifft die UV-Strahlung auf den Bierrezeptor und die Botenstoffe kommen, bringen das, diesen Trigger ins Gehirn und dann denke ich mir so, ja. Du hast schon ein paar Intus, ne? Für die Strategie, die du gerade überlegt hast. Leider nicht. Leider nicht. Ja, heute mal keine Orks. Der Max geht bald auf ein Turnier. In Fakt muss er übermorgen eine Liste abgeben. Ja. Und er hat sehr viel gespielt in letzter Zeit. Sehr viele verschiedene Gegner. Thousand Suns, habe ich gehört, warten auch noch. Ekelhaft. Ja. Ja. Ich versuche aber heute auch ekelhaft zu sein. Ja. Mit meinem bekannten Ironstorm Spearhead. Hast du geschafft. Marius Kalger führt diesen Verband persönlich an. Gilliman hat ihn damit beauftragt. Er hat Ahnung von BMOD. Hat er. Und dann hat er ihn an eine Front geschickt. So gehört sich das. Gilliman sagt sich ja immer noch so Tyranniten. Was das? Ne? Ja. So, und der hat die halt verschlafen. Der hat die verschlafen. Manni ist da aber auch im Thema. Ist im Thema. Es ist ja Hauptsache, der Chef muss nicht wissen, aber Hauptsache, er hat einen Berater, der im Thema ist. Richtig. Also er hat das delegiert, ja, wie man so schön sagt. Ne? Iron Storm Spear hat einen Treffer oder Verwundungs- oder Schadenswurf wiederholen. Ja. Ein paar schöne Strategies, die Fahrzeuge betrifft. Wenn du ein Fahrzeug runterschießt, auf unterhalb Sollstärke, darf ich zurückschießen. Ich darf, wenn ich unterhalb Sollstärke bin, kann ich ein Strategy anmachen, dass ich alle Modifikatoren ignoriere, also quasi wieder normal schieße. Armor of Contempt natürlich. Natürlich. Mercy is Weakness kann ich auch anmachen. Gnade ist Schwäche. Sustained Hits, sehr schön. Ja. Sustained Hits auf 5 plus Max. Das finde ich sehr gut. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht für ein neues Modell. Weil das ist ja das ist gerade eine Hybridliste. Wir kommen mal gleich dadurch. Ist ja auch eine Turnierliste von mir. Habe ich ja schon am Turnier gespielt. Ja, war ja gar nicht so unerfolgreich. Irgendwann spielt der René auch mal wieder am Turnier. Genau. Zweimal Inzeptoren mit Bolter. Ja. Richtig geil. Zweimal Scouts für eine Mission, also die sind natürlich auch für Missionen. Ja. Dann habe ich nur noch ein Techmarine drin. Und zwar ist das der Techmarine nicht mit der sechsten Aura, also mit der mit der Lethal Hits Aura, sondern das ist der mit der Zurückziehen und Schießen Aura. Denn die ist nämlich teurer geworden im letzten Balanced Data Slate. Deswegen konnte ich mir nicht mehr zwei Techmarines. Und ich hätte jetzt, wie das so ist heutzutage, ich habe ja keine Ausrüstung mehr. Ich hätte jetzt einen Enhancement wegnehmen können, aber ein Techmarine ohne Enhancement ist auch irgendwie so semi. Fühlt sich nicht richtig an. Deswegen habe ich den komplett rausgeschmissen. Ja. Und für die übrigen Punkte habe ich ein Predator Annihilator zu einem etwas größeren Panzer aufgewertet, zu meinem Reposer Executioner, den ich ja sehr gerne spiele. Ja, ich spiele da nicht sehr gern gegen. Ich fand den jetzt gar nicht so schlecht. Der kann gut rocken. Ja. Das Ofenrohr ist geil. Der hat viel ablativen Beschuss, was mir gegen dich unglaublich fehlt in fast allen Armeen. Ja. Screen töten und. Ne? Also ein Annihilator, ein Executioner. Die zwei Destruktoren habe ich trotzdem noch. Ja. Darauf stehe ich. Ja, gegen Infanterie DS2. Mit relativ viel Schuss, 430 Punkte, lasse ich nichts drauf kommen. Nicht zu verachten. Drei Redentoren, ja, mit Makroplasma, Onslaught Gatling, Sturmbolter, alles, was man so kann. Minus 1 auf Schaden. Alle. Sehr gut. Richtig gut. Alle zwei Hose. Und zu guter Letzt 5 Infiltratoren, um hinten den Homebase-Marker zu halten, hinten Schocktruppen zu verwehren. Ich nehme die immer mit. Das ist eine der besten Space. Also man muss ja echt sagen, ne? Inzeptoren, Infiltratoren und Redentoren, das sind die drei besten Einheiten. Die Toren. Genau, das sind die drei besten Einheiten der Space. Ich meine, ich würde nicht von abbringen. Wie viele momentan so an rumhüpfenden Armeen rumlaufen, ne? Grey Knights, hier die, selbst die Thousand Suns haben diesen Mantel, die Necrons können rumhüpfen, dann Orks haben auch da Jump.
die kommen alle nicht ran. Das ist gut, ne? Das ist richtig gut. Richtig. Gegen solche Armeen kann man die ja dann auch nochmal so ein bisschen ins Midboard reinbringen und dann wird es gleich... Andere Space Marines mit Inceptoren. Geht auch nicht. Die machen eine blöde, eine lange Nase, ne? Ach so. Gut. Und du hast mal wieder deine Tyranniden mitgebracht. Lass mich raten, es ist mal wieder die Invasionsflotte. Ja, richtig geraten. Surprise. Ja, weil ich habe jetzt ja alle Schwarmflotten einmal ausprobiert, ne? Und es ist einfach für mich die beste. Es macht mir auch von der Art her mit den vielen Monstern und so eine Mischung mit allem am meisten Spaß zu spielen, weil, keine Ahnung, die reine Monsterstampede ist irgendwie doof. Ein Monster wird besser, wenn es schlechter wird. Also das ist irgendwie doof. Der unendliche Schwarm ist zu kompliziert, mit so vielen Modellen rumzuschieben. Es ist ja häufig so. Es ist immer ein anderes Detachment als das Hauptdetachment, sag ich mal, sehr gut. Ja. Aber das Hauptdetachment, macht eigentlich jede Einheit in deiner Armee besser. Das ist so wie bei Orks. Ja. Sustained Hits zum Beispiel, ne? Ja, das, und das, da kommt man dann halt auch immer wieder hin zurück. Genau, weil Vengar zum Beispiel finde ich auch sehr interessant, aber da machst du halt gar keinen Schaden und Tyranniden machen ja schon wenig Schaden. Also bei dir zum Beispiel wähle ich jetzt aus, ne, Lethal Hits, also alle 6 verwunden Autos automatisch beim Treffen. Die sind ja, das ist heute ist mal gut. Ist heute mal gut, weil ich ja eh Schwierigkeiten habe, Fahrzeuge zu verwunden. Gut, angeführt wird die Truppe von einem Schwarmtyrannen. Nee, von einem Neurotyrannen. Ah, okay. Wird sie angeführt. Weil manchmal gibt es ja irgendwie, keine Ahnung, Bonus für Kriegsertöten, deswegen ist es gut, wenn der irgendwo hinsteht. Aber der Schwarmtyrann ist natürlich auch dabei, mal wieder. Der Schwarmherrscher ist raus, der Schwarmtyrann ist wieder drin, weil ich möchte halt doppelt den Feel No Pain verteilen als Battle-Taktik. Strategie. Und er hat selber einen dauerhaften 5er Feel No Pain, der sobald er Schaden hat, auf einen 4er Feel No Pain verbessert wird. Das ist die adaptive Biologie als Reliquie Verbesserung. Das ist ja abartig. Für 25 Punkte. Aber ich finde das eigentlich. Wenn ich die Punkte übrig habe, nehme ich es mit und ich habe sie gerade übrig. Dann haben wir noch ein Charaktermodell dabei. Ein Auge. Und diesmal hat ein Auge sogar einen Begleiter bekommen. Ich probiere das mal aus. Gut. Der Begleiter ist ein Duckerfex. Das heißt, der hat ganz viel Beschuss. Der hat irgendeine Knifte, die hat 12 Schuss, Stärke 5, minus 0, 1 Schaden. Plus noch so Kleinkram geründelt. Irgendwas aus dem so Spucken und Sporen und irgendwie so ein Quatsch. Und diese Waffe hat er doppelt. Das heißt, dieses eine Modell hat 24 Schuss. Gut. Und solange ein Auge noch lebt, also solange die als Trupp unterwegs sind, dürfen wir alle Trefferwürfe wiederholen. Papa, passt auf. Exakt. Will ich mal auf dem Turnier ausprobieren. Bisher war ich so mäßig überzeugt, aber ich habe mir mal gesagt, ich probiere sie mal aus und dann schauen wir mal. Dann haben wir dabei den Standard quasi von mir. 2x Septoren, 2 Exokrinen. Ich spiele ja lieber 3, aber heute nehmen wir mal 2 mit. 1 Haruspex. Ich hatte ihn die letzten Mal nicht dabei. Ich habe ihn schwer vermisst. 3x10 Gargoyles. Abartig. Abartig, teurer geworden. Die braucht man aber. Ja, auch richtig, aber die braucht man. Gerade okay, gegen voll. So eine Armee, wie du hast. Weil ich halt nichts kaputt mache, muss ich dich am Bewegen hindern. Und das kann ich mit der Einheit perfekt machen. Ein Absorberschwarm für die Mission, eine Biowore für die Mission. Eine Biowore? Eine Biowore, vollkommen richtig. Ich hatte 35 Punkte übrig. Deswegen habe ich eine Biowore mitgenommen. Die trifft dich und dann hast du keine Deckung mehr. Okay, ist auch nicht schlecht. Mit ihrem Flammenwerfer. Und falls man mal überlegt, man geht gegen Orks oder kleine Elder-Gedöns, die macht halt einen Flammenwerfer mit W6 plus 1, Stärke 6, Twin-Linked. Gut. Minus 1 zu 1. Einmal 11 Neuroganten, um einen Screen zu bauen. Ein Liktor als Lone-Op und Infiltrator. 3 Fun-Rein-Slipper als Infiltratoren, um zu Move-Blocken oder Missionen machen. Und 3 Revenor, Venatoren. Auch für die Mission, die kann man halt am Ende das sind wie deine Scouts. Am Ende deines Zugs kann ich die hochnehmen und dann können die wieder reinschocken. Aber nicht, die kommen im Gegensatz zu deinen Scouts haben ja Deep Strike. Ich habe da wirklich Parallelen zu meiner Armee. Ne? Ein paar dicke Dinger, die ordentlich rumballern oder ein bisschen kämpfen können und ein bisschen Kropfzeug für Missionen. Ist so. Ja. Ne? Eine gute, eine ausgewogene Armee. Eine gute, ausgewogene Armee. Und jetzt habe ich so viel geredet, Max. Ich glaube, ich muss mir erstmal das Bier aufmachen. Eine wunderschöne Mission ausgesucht, und zwar lösche den Feind aus. Kill more, hold more. Ja.
Ne? Also das geht gleich richtig ab, glaube ich, bei uns. Die Standard, die gute Standardmission. Eiskalter Regen und wir spielen halt auf Spielfeld 14 auf unserem bekannten Alliance Open Gelände. Max muss halt üben. Und es ist halt einfach so, ja, es ist nicht, nicht so schön wie anderes Gelände, aber es balanciert das Spiel einfach ja auch nochmal. Ich finde es auch schön. Also wir haben es schön bemalt, wir haben es beklebt mit Plakaten und Bits. Also es sieht auch nicht scheiße aus. Es ist nicht einfach nur trauriges MDF-Gelände. Ja klar, wir könnten natürlich jetzt auch noch ein bisschen... Ja, du kannst auch hier ein paar Steine hinlegen, aber... Richtig. Aber wir müssen, der Max muss heute testen. Ist richtig ambitioniert aktuell, auf Turnieren gutes Ergebnis zu bringen. Ne? Ja, wie gesagt, ein Viertel für mich, ein Viertel für dich wahrscheinlich. Wir würfeln das jetzt noch und dann kommen wir gleich wieder mit unserem Aufbau. Spielst du taktisch? Ja, man könnte überlegen, ob man fix spielt. Ne? Wir haben aufgebaut, ich bin auf diese Seite gegangen. Scouts einmal hier und Scouts einmal da, falls ich in der ersten Runde taktisch die Signale untersuchen muss. Die Infiltrators stehen richtig schön mitten im Spielfeldviertel, dass Max nirgendwo reinschocken kann. Executioner, Destructor, Annihilator, zweimal Redemptoren hier mit dem Tichmarine in der Mitte. Ein Redemptor steht noch hier. Manius Kalger schön mit Zug in die Mitte und hier nochmal ein Destruktor, der alles an Infanterie erschießen soll, was auf den mittleren Marker kommt. Ja, im Schock habe ich noch zweimal Inzeptoren. Du hast schon 20 Gargoyles aufgestellt, habe ich gesehen. Mhm. Infiltrieren tun dort hinten die Van Ryan Slippers. Eine Exokrine steht da hinten, Schwarmtyrann in der Mitte, um überall wahrscheinlich seine Fähigkeiten mit dem Stratagem hinzumachen. Und Vorrücken und Schießen kann auch vergeben in 6. Sehr schön. Ja, zweimal Maliceptor und den Haruspex und hier steht noch eine ganze Bagage zum Ausgreen. Ne? Ja. Gut, Max. Ich glaube, du spielst auch taktisch. Ich spiele auch taktisch, weil ich töte halt keine Autos, das ist eine Falle. Sonst würde ich, wenn ich könnte, würde ich einfach... Und ich hab's genauso genommen. Also ich müsste alle deine Monster quasi töten für 20 Punkte und ich glaube, das kann ich anders besser kriegen. Max, wollen wir würfeln, sodass du wieder anfängst wie immer? Weil ich fange einfach nie an. Ja, also, falls euch das mal aufgefallen ist. Von mir aus kannst du gerne anfangen. Ja, das bringt mir jetzt, glaube ich, heute nicht so viel. Ja, dann jammer nicht. Guck mal, du hast eine 5 vorgelegt, René. Aber warum hast du den roten Tyrannie-Würfel genommen? Habe ich nicht gesehen. Den wollte ich nehmen. Dann nehme ich den weißen. Komm. Eins. Du darfst anfangen. Max, auch ein gutes Spiel. Ich ziehe mal gleich zwei Karten live. Gezielte Tötung und überwältigende Gewalt. Überwältigende Gewalt, kann ich das in der ersten Runde machen? Marker was töten? Ja, ich gucke es mir nochmal an, ne? Aber es ist nicht so gut. So, die erste Runde beginnt. Ich habe nochmal neu gezogen hier. Ne? Assassination in keine Gefangenen, auch nicht besonders toll. Aber ich war jetzt aggressiv. Ja. Wollen wir mal schauen. Die Jungs sind doch hinten advanced und er ist mit seiner Aura da, dass alle dann schießen können. Ja. Deswegen habe ich ihn mitgenommen und die Lethal Hit Aura zu Hause gelassen. Aber war das nicht die Zurückfallen und Schießen Aura? Das ist dieselbe. Ah, also genau. Vorrücken und Schießen und Zurückfallen und Schießen? Genau. Ja, richtig gut. Hier bin ich auch nach vorne gegangen, auch advanced. Hier kann ich nicht schießen. Hier bin ich stehen geblieben. Hier bin ich advanced mit ihm. Hier bin ich auf den Marker gegangen. Ja, wir können schießen, das ist eine gute Sache in der ersten Runde. Max, wir fangen an. Out of Moment habe ich aber gesagt, sind deine Gargoyles dahinter. So einfach mal so ein bisschen strategisch, weil wenn die rauskommen, möchte ich die eigentlich auch relativ schnell töten. Da geht es im René ums Abwehrfeuer. Genau. Executioner, dickes Ofenrohr, in Mali, den Maliceptor und alles andere da rein, was ich in Reichweite habe. Dann mache ich für beide, weil das die einzigen Ziele sind, die du beschießen kannst, mache ich PCP für den Phenopain an und mit Chef seiner Fähigkeit für die kleinen Phenopain, weil du machst ja nur einen Schaden. Ne? Genau, wir fangen an mit dem Heavy Laser Destroyer. Dann nütze ich einfach schon mal mein Iron Storm Spearhead. Zwei Treffer. Verwundest du dafür nicht. Das ist immer dasselbe. Ich mache den ganzen geknödelten Kram auf. Willst du den CP ausgeben? Das ist eine gute Idee.
Du hast zwei gerade bekommen, hast einen ausgegeben für... Ich kriege in deiner Runde einen für Abwehrfeuer. Für was? Aber dann möchte ich möchte gleich Abwehrfeuer und Armor auf Content haben. Ah, okay. So, ich habe ein paar erschossen. So, sieben. Sieben Stück, ne, vom Executioner, genau. Ist ja auch nicht alles in Reichweite gewesen. Nee. Wir machen weiter mit dem Annihilator auf den Maleceptor. Hauptgeschütz. Trifft, Stärke 14. Verwundet nicht. Twinlinked. Verwundet. Minus 3. Vierer Retter. Ach, den habe ich gerade zu Demonstrationszeiten schon verwürfelt. W6 plus 1. Drei. Darf ich wiederholen? Möchte ich wiederholen. Wieso? Mit Iron Storm Spear. Das sind 6 Schaden. Fünfer, viel no pain. Oh, der war hervorragender. Genau, Antischnitt. 2 Schaden. Jedes Mal. Die Seitenkuppeln treffen beide. Stärke 12. Verwundet keiner. Habe ich ein Glück. Radar sucht Kopfrakete. Trifft. Verwundet. Minus 3. Nee, Radar gerettet. Genau. So, dann noch der Destruktor. Weil, mangels Reichweite. Ist der in 24 Zoll? Nein, definitiv nicht. Hier sind 24 Zoll. Gut, dann habe ich tatsächlich nur... Boah, wann hat jetzt... Wie schwere Bolter? Bitte? Hat der schwere Bolter? Der hat schwere Bolter, ja. Die haben 36 in der Regel, oder? Ja, die kommen auf jeden kommen Fall dran. Ran. Genau. Das Hauptgeschütz, Max, das ist, da ist mir jetzt gerade entfallen, wie viel Schuss der hat. Predator Autocannon 4 Stück und Rapid Fire 2, aber ist noch nicht in Rapid Fire. So. Treff einmal. Gut, kannst du nicht irgendwas wiederholen? Ja, mach ich. Stärke 9. Nichts. Schwere Wolfer. Boah, René, das ist ja noch ein grandioser Wurf. Aber gut, jetzt ist auch unwichtig, wenn du so scheiße würfelst. Radar so Kopfrakete. Haben die nicht verlinkt oder so? Trifft, nein. Wolfer. Verwundet. Oh. Einmal retten, bitte. Gerettet. Spielverderber. Du bist ein reiner Spielverderber, Max. Ich habe nicht viel getan, ich habe keine Einheit getötet, überwältigende Gewalt schon gar nicht. Ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, überwältigende Gewalt sollte ich abwerfen, denn alles, was du jetzt auf den Marker stellst oder so, kannst du jetzt auch einfach nicht machen, weißt du? Das ist richtig. Boah, soll ich das stehen lassen? Ist das schwierig, Max, überlege ich mir noch. Ne? Auf jeden Fall 0 Punkte. Ist einfach so. Blöde Karten gezogen. Passiert. Turn 1 Tyranniden. Die erste Runde der Tyranniden beginnt. Ich habe kein Abwehrfeuer gegeben. Ne? War ein ganz braves Manikalgerlein. Da hinten werde ich ein bisschen geblockt von den Reihen-Slippers. Ne? Greife mich gleich noch an. Ja, hier bist du auf 2 Marker gegangen. Du hältst quasi beide. Genau, ne? Weil ich soll die Signale untersuchen, dass niemand sie an sich hat. Aber hier ist nicht deiner, ne? Du hast ja nur einen da. Aber ich habe OC2, du hast OC1. Also OC2, das ist natürlich hervorragend. Überall hast du gemacht, ne? Kein Problem. Niemandsland gesichert mit den 2 Markern. Ich musste extra meinen Liktor noch da drauf bewegen, weil der hat OC4 natürlich, der Redemptor. Na klar. Deswegen musste ich noch ein 5. OC da drauf kriegen. Ich habe die Signale mit meinen Neuroganten hier und mit einer Spormine da gesucht. Eigentlich waren die von Ryan Slipper genau dafür gedacht, hier die Signale zu untersuchen. Aber wenn ich jetzt hier nichts mache auf der Flanke, weil wenn ich die rausbewege, was ja eigentlich der Plan ist, die stellen wir hier hin, verweigern dem René sein... Ah, ich bewege die trotzdem, weil ich stelle mich hier hin und verweigere die Mission Primärpunkte. Kannst du machen. Aber eigentlich würde ich den Weg blockieren, aber du hast halt Ost drauf gemacht, dann schießt der Redemptor mit allen wiederholen, dann sind die weg. Und deswegen greife ich dich an, blockiere hier ein bisschen, klaue dir hier noch Primärpunkte, weil ich am Start und am Ende meiner Bewegung siehst du mich nicht. Und wir sehen uns zur Punkteverzählung wieder, denn es passiert eigentlich nicht viel. Ne, ich greife dich an, aber ich mache nichts. Du haust mit ein paar kleinen Attacken auf den Panzer und verwundest mich auf die 6. Genau. Richtig. Ne? Wir kommen zur Punkteverzählung wieder. So, Max hat rein gar nichts getan, beziehungsweise einen Lebenspunkt an dem Panzer, den habe ich nicht mal dran gelegt, weil mein Techmarine den gleich wieder draufschrauben wird. Ne? Ja. Gut, Max macht 4 Ecken, 2 Ecken für 4 Punkte für Investigate Signals, No Man's Land für 5 Punkte, also macht 9 dicke Punkte. Ja. Ich habe aber hier überwältigende Gewalt und keine Gefangenen auf der Hand, weil ich natürlich jetzt richtig Hardcore machen kann. Ne? Ja. Und ich muss nichts neu ziehen. Ziel ist, denke ich jetzt mal klar, Max
verliert jetzt sehr viele kleine Einheiten, mit denen er Mission spielen kann. Gut, die zweite Runde beginnt. Ich habe 4 CP Max, habe mich hier nach vorne bewegt, kann gleich schießen, kämpfen. Hier habe ich meinen Marker wieder geholt. Hier bleibt eigentlich alles erstmal so stehen. Der kann auch um die Ecke schießen. Auf die Gargoyles ist super, zurückziehen und schießen, kein Problem vom Tech Marine. Ne? Ist auf den Predator gegangen. Ich kann mich ja auch gar nicht wirklich da hinten bewegen, aber ich sehe immer noch den Maleceptor, ja. Und das ist eine gute Sache. Wir fangen jetzt einfach mal an, Max, und zwar tatsächlich auch da hinten, und der Destruktor schießt alles in deine von Ryan Slippers. Mhm. Minus 1 aufs Treffen, weil die stealthy sie sind. Genau. Tarnung. Gut, dass du das sagst, dann hätte ich wahrscheinlich der Techmarine kann die zwei steht an den Prädatoren, kann einen von denen anmachen. Mhm. Und ach, das hat der hat den geheilt, ne? Ja. Dann trifft er sowieso besser. Gut. Das heißt, also ist der angemacht, dann das gleichzeitig. Reparieren und anmachen. Okay. So. Der Destruktor schießt jetzt quasi auf die 4 plus mit seinem dicken Ofenrohr auf die Ryan Slippers. Bist du Infanterie? Jo. Ja, natürlich. Was soll das sonst sein? Das ist ja praktisch. Stärke 9. Einmal wiederholen. Dreimal mit minus 2. 6er Rüster oder 6er Retter? Darf ich mal aussuchen, ne? 3 Schaden. Jeweils? Ja. Dann lebt noch einer. Schwerer Wolter. 3 nicht. Aber 2 wieder rein. Stärke 5. 2 Wunden mit DS2. 2 Schaden. DS2 oder DS1? DS2. Weil du ja Infanterie bist. Achso, ich habe 4 Schaden tot. Richtig, gut. Ich habe eine 4er Hose. Dann schießen wir mit dem Predator Annihilator mit seinen Laserkanonen auf besagten Maleceptor, Max. Ja, ist die Frage, mache ich dem was an oder mache ich dem nichts an? Ne? Also, die beiden Panzer werden da drauf schießen. Die haben kein anderes Ziel. Dann würde das seinem Überleben helfen, ne? Mhm. Ja. Gut. Hauptgeschütz. Kriegt dann 5er Phenopain. Wiederholen wir, René. Ja, klar. Weil wir Armstrong sind. Verwundet, minus 3. Jetzt würfelst du aber die ganze Zeit 6 beim Verwunden. Also eigentlich wäre jetzt der andere Typ auch nicht schlecht. Oi, geh durch. 4 Schaden. Oh, nicht ein einziger. 4 Schaden. Alles durch. Andere Laserkanonen treffen beide. Stärke 12. Eine Runde mit DS3. Oh, auch nicht gerettet. Für 4 Schaden. Schon wieder. Ja, 2 Philo Paint. Sehr schön. Hat er noch? 6. Sehr gut. Der Executioner schießt wieder alles auf ihn. Er hat jetzt kein anderes Ziel mehr. Nee. Wir zeigen das dicke Ofenrohr. Alles andere mache ich dann offcam. Nicht getroffen. Doch, er hat sich nicht bewegt und es ist eine schwere Waffe. Natürlich ist es eine schwere Waffe. Aber du verwundest mich nicht, beziehungsweise ich werde alles retten. Minus 4. Weil im Schnitt, ich habe ja gerade nichts gerettet, zweimal, jetzt werde ich zweimal was retten. Mann. Damit wir den Schnitt haben, für den 4er Retter. Mal einmal an. 4 plus sind 9 Schaden. Du machst 4 plus W6. Ja. Hallo, das ist ein dicker Space Marine Panzer, natürlich. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da kann ich nur mit dem Kopf. Aber ich werde ein bisschen Überschnitt würfeln und dann wird er überleben. Natürlich würfelst du vollkommen überschnitt. Du hast 6 Phenopenien. Ich hätte lieber einen Retter geschafft. Also ist ja eigentlich nicht mal langsam peinlich. Nee, weil ich keine Retter schaffe dafür. Das ist in Ordnung. Das gleicht sich aus. 3 Leben noch. Du hast ja noch ein bisschen Gerümpelskram. Jetzt muss ich das andere auch noch würfeln. Mein Execution hat leider mit dem anderen Beschuss nichts mehr gemacht, weil es auch einfach viel zu weit weg ist und nicht viel Reichweite war. Ne? Gut, mein Destruktor hier unten, Max, schießt alles in deine Gargoyles. Mhm. Mit dem Hauptgeschütz. Auf die 2. 3-mal mit minus 2. Sind 3 Stück tot? Die sind wirklich tot. Schwerer Bolter. Nix sustained. Auf die 3. 3-mal mit minus 2. Dann kommt noch der... oben drauf, der Sturmbolter, 2-mal mit nichts. Doch, mit minus 1. Wie viel? 2-mal mit minus 1. Ich habe eine 6er Hose. Gut. Außer, ich bin bis... Ne, du siehst ja von einem Punkt alle meine ohne Deckung, ne? Genau. Also hast du 5 Stück insgesamt getötet.
noch, also 3 und 5. Also alle tot. 3 und 2, das macht 5 und dann sind davor noch 3, dann sind alle 8 gestorben. Gut. Er hier schießt auf ihn, nicht überhitzt, Makroplasma, 7 Schuss. Minus 1 aufs Treffen. Trefft sich auf die 4. Verwundet sich auf die 3. Musst du in dem Nahkampf verprügeln. Ja, ich habe ja auch noch so die ein oder andere Waffe mehr. Onslaught Gatling kennen. 2 Treffer. Widerstand 6. Eine Wunde mit nix. Minus, ja, stehe ich in Deckung oder nicht? Ich stehe so 3/4 auf dem, ich weiß nicht, wie die Regeln sind, wenn man 3/4 auf dem Lappen steht. Als Einzelmodell ist das dann schwierig, ich glaube dann nicht. Okay, dann hast du mich ein Leben verloren. Gut. Sturmbolter. 3 Treffer. Auf die 5. Synchro. Einmal mit nix. Eine Wunde. Und noch das Rocketpot. Ein Schuss. Trifft. Verwundet nicht. Gut. Ja, das war jetzt natürlich wieder eine unglaubliche Schaustellung. Redemptor, ich will halt verprügeln. Ja, das ist auch in Ordnung, Max. Der nächste Redemptor auf dein Heruspex, der aus of Moment ist, da überhitzt das Makroplasma. Oh, W6 Schuss. 1. Ach so, der Heruspex kriegt auch einen Phenopain. Der kriegt auch einen Phenopain. Wobei die Frage ist, du willst wahrscheinlich gleich in Nahkampf gehen, ne? Ja, ich gebe mal hier aus. Und du machst, wie viel Stärke hast du mit deinem Makroplasma-Gedöns? 8 oder 9. Ja, dann brauche ich keinen. Dann kriegt er keinen Phenopain, den speichere ich mir für den Nahkampf auf. Ich habe jetzt einfach mal seit langem mal wieder ein CP-Rework für die Anzahl der Treffer. Du weißt, was immer bei rumkommt. 4. Sind 5 Schuss. Das ist schön. Normalerweise wirfst du mal dann immer ein Blatt bei der 1. Auf die 3. Aus auf Moment. Alles. Auf die 5. Oh, das ist aber frech. Einmal wiederholen. Das ist richtig frech. 5 mal minus 4, Max. 5 mal minus 4. Mit 3 Schaden flat. Dann ist er tot. Aber es macht 15 Schaden, ich habe ja dagegen nichts, weil ich. Das war ein unglaublicher Wurf. Kein Mensch damit rechnen kann, dass du Nein. so viel. Nein, also das. So ein Wurf hinlegst. War vollkommen überschritt. Gebe ich dir recht. Ein bisschen wild. ich glaube, der andere Redemptor, Max, verbessere mich, aber er sieht, glaube ich, deinen angekratzten Liktor. Wenn er in 12 Zoll ist. Nicht Liktor. Maleceptor. Entschuldige bitte. Ja, klar. Gut. Überhitzt das Makroplasma. Er sieht aber auch den angekratzten Liktor. Ist mir egal. Überhitzt das Makroplasma mit 7 Schuss, Max. Der macht dafür jetzt mal nichts, wenn der andere so grandios würfelt. Da hast du die ganzen 6 zum Bund schon weggewürfelt. Nein, habe ich nicht. 3 mal mit minus 4. Für 3. Ich auch. Oh, nein, das wäre doch so schön gewesen. Jetzt muss ich den anderen Kram auch noch würfeln. Onslaught Gatling kennen. Auf die 6. Eine Devastating Wound. Und für die Onslaught Gatling kennen. Phenopain geht durch. Hat noch 2 Leben. Dann das Rocket Pot. 2 Schuss. Trifft nicht. Fliegst du? Eine gute Frage. Sturmbolter. Sehr schön, wenn er fliegen würde. Auf die 6 mit Synchro. Nix. Joa, ein Leben. Hast du gut gerettet, muss ich ja sagen. Wenn ich die Chance hatte. Exzellent, genau. Dann gehe ich hier in den Nahkampf und versuche. Ich habe First Strike. Ja, dann mach Es wird nicht viel bringen, aber. Automatisch verwundet. Ich mach den jetzt richtig kaputt. Stärke hier. 3 mal minus 2 für 2. Also 1, weil du reduzierst natürlich. 1 Schaden. Ja! First Blood. Jetzt geht's abwärts mit dem. Jetzt stopp mit dir, Unhold. So. Auf die 2, denke ich mal. Widerstand. Und DS? 3 mal minus 2 für 3. Tot. Gut. Ja, Leute, ist das passiert, was wir alle gedacht haben? Ich habe 3 Einheiten getötet. Also ich habe nicht gedacht, dass du den Haruspex so schnell wegmachst. Ich habe den Haruspex. Dann hätte ich den Phenopain nämlich mal durchgemacht. Max, ich habe den Haruspex getötet.
Ich habe die Gargoyles getötet. Ich habe den Diktor getötet. Das war's. Ah ne, und die Van Ryan Slipper. Und die Van Ryan Slipper. 4 Einheiten habe ich vorgelegt. Ja, ich werde das nicht aufholen können. Gut. Ich mache überwältigende Gewalt für voll, für 5 Punkte und keine Gefangenen auch für 5 Punkte voll. Ja. Und du kannst neu ziehen in deiner Runde 2. Die nächste Runde der Tyranniden beginnt und Max kommt nach vorne. Ja, man muss ja mal so sagen, hier hat sich ganz schön was getan in diesem Spielfeldviertel. Die sind als, als Reserveeinheiten eingetroffen, genauso wie die Piovore. Hier bist du mit dem vollen Maleceptor an den Marker gegangen, der mit 2 Lebenspunkten ist auch nach vorne gekommen. Die Exokrine ist hier aus dem auch aus der Reserve gekommen. Also alle Einheiten, die hier eigentlich gerade stehen, die sind aus der Reserve gekommen. Ja. Schwarmtyrann geht nach vorne, will sich mit Redemptor prügeln. Ich muss. Das sind ich die will nicht. Gargoyle, die hier hinterstanden. Mit denen habe ich, da habe ich Abwehrfeuer mit dem Executioner gegeben und 6 von 10 getötet. Jo. Und die nächste Einheit ist aus dem Schock gekommen. Ja. Gut, und die Exokrine da hinten, die hat immer noch Angst. Die hat halt auch kein richtiges Ziel. Ich hatte überlegt, ich hätte sie hier hinstellen können und den. Ja gut, ich kann sie vielleicht da hinstellen und schon mal ein bisschen anknuspern für ihn, ne? Aber sehe ich hier dran vorbei, dann würde ich das sogar machen. Dann opfern, was er gut ist. Wenn du dich ja ganz reinstellst, oder was? Ja, ja. Ja, warum denn? Ach so. Es geht ja auch noch um die Ecke hier, ne? Ja, deswegen, aber ich müsste halt so. So sehe ich dran vorbei an allem, wenn ich vollständig drinstehe. Ja, dann müsste das ja eigentlich dann gehen. Ne? Und er läuft seine 8, das heißt, mit dem Popo könnte der theoretisch hier stehen. Aber wir laufen nicht ganz, wir machen so. Ja, bist du komplett drin und du siehst dran vorbei. Genau. Läuft, ne? Gut. Kann man schon mal den vielleicht... Willst du gleich drauf rumlöten? Ja, warum nicht? Ich mache Armor of Content an. Tu dir keinen Zwang an, sei dir gegönnt. Es ist, Wie viel Schuss hast du da hinten jetzt? 3 plus W6 war das immer, ne? Ja. 9. Du willst 9? Nee. Ja, 6. 6 sind hier Liese. Das ist, ja. Willst du wahrscheinlich begrüßen? Korrekt. Eine? Ja. Aber gut. Aber immerhin ganz ordentlich getroffen. Und auf die 5, weil nur Stärke 8 und Widerstand... Sehr viel. Ja, 3 Runden. 3-mal. Minus 2, also auf die 4. Ah ne, noch weniger, ne? Du bist ja in Deckung. Und Deckung und Armor of Contempt. Also einer geht durch, geht zu 2 Schaden. Es ist sehr schwierig, auf den immer rumzuknuspern. Die Gargoyles schießen egal wohin, machen egal was und fliegen einfach nochmal 6 Zoll. Jetzt ist halt die Frage, das hatten wir gerade schon überlegt. Ich könnte dir entweder den Marker klauen. Oder den Moveblock aufrechterhalten. Oder den Moveblock machen. Ne? Also, wenn ich. Er hat OC8. Ich habe OC6. Er könnte mir den Marker klauen, was relativ wichtig wäre, denn aktuell halte ich 3. Das wäre mehr. Mhm. Und das würde mir 8 Punkte bescheren. Aber dann könnte ich natürlich auch hier mit den Panzern nächste Runde einfach drauf losfahren. Ja. Ne? Deswegen werde ich. Ich könnte 3 draufstellen zum Umkämpfen, aber ich glaube. Das reicht doch. Ja, das stimmt. Stimmt. Du musst ihn mir ja gar nicht nehmen. Ja. Du musst ihn ja nur umkämpfen. Das kriegen wir hin. Gut. Alles klar. Ein kleines Ziel ist manchmal auch gut, ne? Ja. So, dann. Wir müssen aber immer noch ein feindliches Ziel stürmen und. Aber das haben wir. Ist hier der Plan, mit dem die zu erschießen. Dann hat er den. Marker geklaut und haben wir ein feindliches Ziel gestürmt und wir machen die überwältigende Gewalt mit dem Kollegen auf die drauf. Gut, 24 Schuss hast du gesagt, ne? Ja, plus noch anderen Kram. Also 24 Hauptschuss quasi. 24 Hauptschuss? Weil zweimal das Ding mit Schleimbaden war das, glaube ich, ne? Oder Hirnwürmer? Hirnwürmer 1. Neuralfresser mit Hirnwürmern. Das ist ja ekelhaft. Dann hat er auch noch Bioplasma. Aber Bioplasma hat nur eine kurze Reichweite von 12. Ja, die 12 reichen aber. Gut. Und er hat nochmal Stachelsporen. Die haben aber nur 6 Zoll. Okay. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Bioplasma, weil wir es können. Und weil das explosiv ist. Also das heißt, es sind W3, 3 plus 1 für Blast. Ne? Für explosiv. Ist so. Trifft auf die 4, wiederholt alles, weil Onkel Einauge daneben steht. Stärke 7. Alle durch, minus 2
für einen. Geht zum minus 1 ja. auf die 5. Einer tot. Oder wie viel Schaden? Ein Schaden. Ein Schaden, okay. 12, 4, 8 und dann die 24 Schuss. Wir mögen hier im Keller der Lust so viele Würfe. Alles wiederholen, ne? Alles wiederholen. Oh. Wenn ihr jetzt auch noch... wenn ich jetzt explodierende Sechsen angehabt hätte. Oder genau, ja, genau, gegen oder Infanterie. Gegen Infanterie und dann noch mit wiederholen, da kann man schon gegen Infanteriehorden ganz schön was rausnehmen. Das ist richtig. Ne? Aber ich habe halt keinen Durchschlag. Ich treffe auch nur auf die 4. Das wäre gegen Orks ja jetzt auch nicht so wild, ne? Das stimmt, aber die Orks sind halt die Ausnahme. Wenn man gegen alles andere als gegen Orks geht, ist es dann immer doof. Ja, das stimmt. Stärke 6 auf die 3. Mal auf deinen Rüstungswurf. 15 Mal auf meinen Rüstungswurf. Was verbessert er sich, ja, weil klar. du in Deckung stehst? Ja, 3 plus, ne? Ach, weil du noch keine 4 hast, ja, genau. Also vielleicht. So, das sind 2 tot. 3 tot. Ja, dann ist es mein Marker, aber ich habe noch immer noch keine Einheit auf dem Marker getötet. Ja. Und generell keine Einheit getötet. Und generell keine Einheit getötet. Dabei sind das die am ehesten die Einheit, die man töten kann. Genau. Ja, etwas enttäuschend. Ich hatte gehofft, er tötet die. Aber immerhin, mein Marker. Wir haben schon mal 5 Punkte für das feindliche Zielstürmen gemacht. Dann müssen wir einfach jetzt... Rumlöten. Cyborgs töten, ne? Genau. Easy. Beide Cyborgs, also der schießt auf ihn und er wird das dann gleich auch versuchen. Gut, dann machen wir los. Weil für den Kollegen ist dein Cyborg gerade nicht in Deckung. Das ist jetzt der Angriffsschlagende, ne? Ja, ja. Auf die 4, denke ich mal. Jo. 2 Stück. Einmal minus 2 für... Für durch. 2. Weil reduzierst du ja alles. Das geht. Die Regel hatten Carnifexer auch mal. Es wäre cool, wenn sie die noch hätten. Exokrine, auch auf den gleichen. 9 endlich mal. Jetzt. Endlich mal. Und noch einen. Jetzt wendet sich das mal. Wir drücken die Daumen. Ja, 2-mal Schaden geht durch. Bewegt. Wiederholbar. Ja. 3-mal auf die 4. Weil du in Deckung stehst. 2 durch sind 4 Schaden. Schaden. Anstatt 6. Schon halb tot. Ha, ja. Ich weiß nicht, wie ich ihn ganz tot kriege. Das gerade nächste Runde. Ja, das ist richtig. Mühsam ernennt sich das Eichhörnchen. Wir müssen diese Runde nämlich den... Kollegen in der Mitte töten. Weil mehr Beschuss. Hast du nicht. Hab ich auch nicht, ne? Ist korrekt. Angriff. Also, Angriff ist die beste Verteidigung manchmal. Mein Schwarmtyrant. Oh Gott. Ah, ey, was soll man machen? Kann er nicht umsonst? Ja, aber nee. Brauche ich für was anderes. Da ist er. Reicht. Und der Kollege opfert sich da rein. Macht er, weil. Macht er. Hilft ja nichts, ne? Mit einer 11 hat er da auch Bock drauf. Passt das. Jetzt wäre natürlich, mit ihm wäre auch sexy gewesen, aber der bräuchte vielleicht, um rumzukommen und so. Ich würde mal eine 12 versuchen. Ja, mach einfach. Ne, er hat sich entschieden, ich bleib lieber auf meinem Marker. Gut. Relativ einfache Angriffe hier. 2 Modelle sind zu bewegen, Max. Mhm. Und Aufbautreffer hast du nicht. Ich nur zum Sticheln. Nee, Fahrzeuge, kleine Sentinels können Panzerschock machen, aber große Monster nicht. Gut, dann mal los. Der Schwarmtyrant gibt sich selbst für 2 CP die Battle-Taktik, also die Gefechtsoption, umsonst, dass er kritische Wunden schon auf die 5 macht. Kritische Treffer, oder? Nee, Wunden. Also ich verwunde dich, wenn ich einen Treffer von 5 mache, kriegst du automatisch schon eine Wunde. Und ich muss ja genau, kritische Treffer sind das dann. Achso, okay. Ja, die werden ja, du hast nur Lethal Hits. Den sogenannten Adrenalinschub. Adrenalinschub ist bei mir auch schon, Max. Ja. Ich mache aber die Armor auf Contender. Deswegen werde ich wieder nichts machen. Wir werden sehen, wenn ich unterreduzierst halt den Schaden. Es ist schwierig, aber warte mal. Ich habe doch eine ganz hoch gewürfelt, ne? Eine 9 hatte ich doch. Mhm. Dann kann ich doch so weit wie möglich
um dich rumlaufen, damit du mit denen nicht so gut schießen kannst. Ja, natürlich. Das macht ja Sinn, ne? Aber wir machen trotzdem... Dass es cool ist? Ja. Das war eine 3. Okay. So. Dann fangen wir zum Aufwärmen an mit den kleinen Attacken. Wie klein hat der? Mehrere Attacken? Ja, weil ich habe dem keinen Beschuss gegeben. Okay. Okay. Einmal minus 1 für 1. Also minus alles schon reduziert. Nein, eigentlich minus 2, 2. Aber minus 2, 2 wird bei dir zu minus 1, 1. Jetzt kommen die großen Attacken. Hm. Ja, gut. So super. Twinlinked. Viermal. Viermal minus 2, 3 wird zu minus 1, 2. Einer durch. Zwei Schaden. Dann ist der auf 5. Mhm. Und du darfst mit deinem... Ich könnte unterbrechen, aber ich mach's nicht. Ja, ich tue dir auch nichts. Ja. Ist ja nicht im Nahkampf ziemlich brachial? Nein. Okay. Triff auf die 4. Triff auf die 4. Ich hätte auch dem die explodierenden... Vielleicht hätte das mehr Sinn gegeben. Also, dass die 5 wieder automatisch verwunden. Aber... So, Treffer. Stärke 9. Eine Wunde. Minus 2 für W6 plus 1. Ja, geht durch. Kannst du töten. Dann muss ich eine 6 oder so würfeln. Ja. Ja, mach. Warum nicht? 6. Ja, ist er tot. Oh, haben wir getötet. Ja, hast du einen Redemptor weggemacht, Max? Ich habe was getötet. Geh ich hoch? Das erste Ziel. Jetzt, du hättest mich mitgetötet. Sind 200 Punkte. Ist okay. Haben ja auch... Mit dem Modell, was eigentlich schon hängt, hätte tot sein. Ja. Gut, dann darf mein Redemptor zurückhauen. Achso, ich mache mir natürlich alles? Den Pain an. Weil sonst verhaust du mich zu hart. Einmal wiederholen mit Ironstorm. Viermal mit minus 2. Auf den Redder. 9 Schaden. Ich töte dich nicht, aber... Den 7 Schaden, ne? Ja. Gut, alles klar. Gut. Was machst du für Punkte? Leider stand der Cyber nicht auf dem Marker, ne? Nee. Deswegen, aber ich habe nichts auf dem Marker getötet. Das schmeiße ich auch weg. Aber du hast einen Kill gemacht, das gibt 4 Punkte. Und ich habe ein feindliches Ziel gestürmt, also ich habe dir den Marker geklaut. 9 Punkte für dich insgesamt, primär und sekundär, ne? Gut. Ich gehe in meine Runde und ich halte wieder ein, weil nee, ich. Ja, halt eigentlich mehr als. Also ich habe ja schon auch. Einen Marker gehalten am Anfang. Ja, genau. Ich halte leider nicht mehr. Nee, aber ich auch nicht. Dritte Runde beginnt und Max macht natürlich wieder Schatten des Borb und ist ein absoluter Spielverderber. Deswegen werden jetzt hier nicht die Signale untersucht, leider. Die sind auch gebattleshockt, deswegen halten sie den Marker. Zum Glück hat er den Marker gehalten und ist nicht gebattleshockt. Dahin ist auch noch einer gebattleshockt. Der hat seine Marke nicht mitgenommen, René. Der hat ja auch nichts verloren. Der hat aber seinen Battleshock nicht bestanden. Hat er seinen Battleshock nicht bestanden? Nee, warte mal, da steht Manius Kager. Manius steht da drauf. Ja. Manius Kager steht da drauf. So. Guck mal, genau. So spielt der René mit mir. Genau, Manius Kager. Mein Gefühl. Will den hier mit den 2 Lebenspunkten noch wegmachen. Hier bin ich zurückgefallen, damit er nicht zuerst zuschlägt. Ja, er hat sich. Ich habe mir übrigens meinen CP zurückgegeben, weil er hat ja den eingebauten 5er Phenopain, der jetzt da Schaden hat zum 4er Phenopain. Das ist natürlich eine fiese Sache, Max. Das ist natürlich sehr fies. Ja, bei 3 Leben mache ich mir wenig Hoffnung. Okay. Gut, wir fangen an zu... Also, ihr seht schon hier, Max hat ja so viel reingebracht. Ist okay, er darf diesen einen Marker haben. Solange ich die 3 bekomme, ist das in Ordnung. Wir fangen an zu schießen mit dem Destruktor auf deinen Schwarmtyrann. Mhm. So, 6 Schuss, Hauptknarre. Du bist out of Norm, ne? Hatten wir gesagt. Alles. Stärke 9 auf die 5. Einmal mit dem Wiederholungswurf. Zweimal mit minus 1. Du bist. Bin ich verdeckt. 3 Schaden. Durch 3 Schaden. 4er, 4 No Pain. Alles 4 plus. Ne, 1 Schaden. Gut. Schwerer Wolter. Aus auf Moment, 2 raus, 2 rein. Auf die 6. Auf die 6, eine Wunde mit minus 1.
Also auf dein, wieder auf die Hose, genau. Der hat noch seine Hunter-Killer. Trifft. Verwundet nicht. Iron Storm Spirit hatte ich schon. Mhm. Schwerer Bolter. Noch ein, du hast doch gerade schon schwere Bolter geschossen. Nicht schwerer Sturmbolter. René lässt nichts verkommen. Verwundet nichts. Nicht. Gut. Also. Manius Kalka sieht ihn nicht, ne? Theoretisch stehe ich ja im Gelände, also siehst du mich. Okay, aber du kannst nicht, genau, du kannst nicht rausschießen. Exakt, weil nicht ich nicht vollständig ne? stehe. Was kann der Gute in seinen Fäusten? Ich sag 4 Schuss. 4 Schuss, treffen auf die 2, verwunden auf die 6. Das ist richtig. Aus auf Mond. Twinlinked auf die 6. Auf die 6. Nichts. Gut. Dann, lieber Max, sind wir da hinten angelangt. Ja, da hinten, diese 3 Panzer, die sehen nichts anderes als deine Gargoyles. Das ist einfach so, ne? Mhm. Oder sieht der Executioner deine Exokrine dahin an? Das ist viel zu weit, ne? Manchmal sieht man das nicht so richtig. Nee, der sieht, die sehen, du kannst die Gargoyles erschießen. Deswegen nimm sie einfach weg. Das richtig, genau. Und dann ist die Schussphase noch nicht vorbei, denn ich bin da hinten geschockt. Einmal werden die Signale untersucht und einmal schieße ich jetzt mit einer Einheit komplett in deine Gargoyles, Max. Mit der vorderen Einheit. Ich treffe dich auf die Dry. Ja. 4 raus, Max. 4 wieder rein. Stärke 5. Die 3. Twinlinked. Natürlich. Das sind dann 7 mal mit minus 1. 6en. Keine 1. 7 Tor. Das ist gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, darf er hier noch schießen? Auf deinen Schwarmtyranten. Nein. Überhitztes Makroplasma. 4 Schuss. Aus auf Moment. Dann auf die 5. Und hier würde ich ein Iron Storm Spirit einmal mit auf deinen Retter, bitte. Gerettet. Gerettet. Onslaught Gatling. Achso. Alles? Ich hätte in deinem Zug was aus der strategischen Reserve kommen lassen. Also, was reinbringen können. Fällt mir gerade mal ein. Heimzug? Ja, aber ist egal. Dann mal. Auf die 6. Das sind 2 Devastating Wounds. Ja. Haben wir noch einen. Rocket Pot, ein Schuss. Trifft. Verwundet nicht. Und Sturmbolter. Der macht's jetzt, Max. Aus auf Moment. Alles. Auf die 6. Twinlinked. Einmal. Ist denn Sturmbolter Twinlinked? Ja, weil der hat 2 Nippel. Hat er. Hat noch ein Leben, Max, ne? Ist so. Aber der hat einen 4er 4 No Pain. Das ist doof. Ich charge jetzt hier mit Manius Kalga. Na guck, da hatte ich nämlich gerade überlegt, aber das habe ich dann wieder vergessen unterwegs. Ich könnte hier einfach auch hier hinschocken. Dann hätte ich noch mehr OC auf dem Marker, weil die haben ja Deep Strike. Aber zu spät. Macht. Muss ich auch so leider machen, ne? Dann kann ich nicht genau an. Dann kann ich gar nicht an den Marker peilen, ne? Ne, du musst. Weil ich jetzt mit einer 8. Mit du musst, 8, wenn du kannst. Genau, hab ich nämlich gemacht. Dann greift mein Redemptor an. Und nur um den Max zu ärgern, mache ich das jetzt. Mit einem Panzerschock. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Bin gebattleschockt. Mhm. Ja, wo fangen wir an? Du kannst unterbrechen. Achso, der hat sich zurückgezogen, deswegen kann der Kollege nichts machen. Genau. Ich frage mich die ganze Zeit, warum schießt du mit dem nicht, aber der hat sich zurückgezogen. Der hat sich zurückgezogen. Dann möchte ich natürlich. Ich habe 3 CP, Kollege. Dann möchte ich dort anfangen. Und ich hau dich jetzt hoffentlich tot. Treff dich auf die. Könnte ich irgendwas Gutes anmachen? Du hast doch schon 4 viel Nupel. Ja, aber irgendwas anderes. Alles. Ach, minus 1 bist du leider nicht. Oh mein Gott, 4 Einsen. Das ist glorreich. Einmal ein Wiederholungswurf und einen Ironstorm Spearhead, bitte. 1 CP und einen Ironstorm. Eine Wunde. 2 Wunden.
mit auf deinen Retter. Das war natürlich jetzt wieder wenn ich muss, schlecht. René, CP, ne? Oh, beide nicht. CP. Auf jeden Fall. Ein. Damit ich wenigstens einen schaffe. Das war jetzt glücklich, dass Max 6 gerettet hat. Oh, ne, 6 Schaden kommen durch ein für einzigen, ein Leben. Das, einen einzigen gerettet. Das war ein das richtig ist, schlechter Wurf von mir. Überschnitt bei mir jetzt. Einer! Einer! Schwein, ey. Aber das ist wieder Kacke, die, so hätte ich lieber die Retter gewürfelt. Ja, aber nicht. Ich gebe ein CP aus, auf die 4 plus kämpfe ich nach dem Tod. Okay. Weil ich den knusper ich dann ein bisschen zumindest an den Kollegen. Weil ich es kann. Aber ja, es sind 3, das war klar. Was ist das? Explosion? Nein. Das ist immer so ein doofes Strategy. Ja, ne? Es ist eigentlich auf das... Ich gebe ein CP aus, damit ich eine 4 oder höher würfeln kann. Ja, das ist richtig. So, Manius Kalga ist dran, Max. Auf da mache ich mir auch einen Xenopain, weil ich weiß nicht, vielleicht überlebe ich es. Das würde dich ja sehr nerven. Oh, dann habe ich 3 CP die Runde ausgegeben. Ne? Ich verwunde auf die 5 mit Twinlinked, mit den Fäusten von Ultramar sind 3 Wunden mit DS3 und 3 Schaden. 4er Retter Überschnitt. 9 Schaden. Meine Retter schaffe ich alle. Nein, das läuft ja, nicht. Ja, die würfel ich nicht. Nee, gut, dann ist er tot. Geht er hoch? Krieg ich noch ja. Eine Mortal? Eine Mortal. Eine 3. Nein, gut. Ich darf nicht, Manius Kaga darf auch nicht an den Marker peilen, weil die anderen nicht peilen dürfen, ne? Oder wenn ist du Kohärenz halten kannst. Oder ist das eine Einheit? Das ist ja eine Einheit. Gut, der Manni kann an den Marker peilen und ja. Kommt dann ran. Genau. Der Kollege nicht, der ist zu weit weg. Und der Kollege kommt auch drauf. Also darfst du so peilen, weil du hältst die Kohärenz und ja. Du peilst an. Aber der ja, darf. Ich halte ihn ja dann nicht. Aber ist also, okay. Ja, weiß ich nicht. Also so geht's auf jeden Fall. Wenn du möchtest. Ja, ja, mach mal das so. Max, ich mach Punkte. Ich hole die Signale leider nur für 4 und nicht für 6. Nee, für. Ach so, hier auch. Ja, okay. Genau. Und ich weite natürlich die Schlachtlinien aus. Ne? Du hältst nicht mehr. Und wie viel habe ich getötet? Das ist immer wichtig. Schwarmtyrant. Ja. Gargoyles. Manneszeptor. Ja, 3. 3. Wunderbar. Alles klar. Und du gehst jetzt in deine Runde 3 und kriegst deine 4 Punkte. Die dritte Runde beginnt für den Max. Und du hast gezogen. Welche Karten? An allen Fronten beschäftigen. Und hinterfeindliche Linien sein. Hinterfeindliche Linien schaffst du wahrscheinlich nicht. Nee. Du bist aber hier mit deinen Venatoren gedroppt. Wenn du den 10er Zoll Charge schaffen solltest, bist du hinterfeindlichen Linien. Ja, aber den will ich nicht, habe ich gerade beschlossen. Ich okay. Möchte den CP. Genau, gut. Und aber die könnten dann nächste Runde, was weiß ich, vielleicht ziehe ich Teleport-Peilsende oder was auch immer, dann super, können die da hinlaufen. Genau. Du an allen Fronten gar kein Problem. Mit 3 von 4 Feldern ja, hast du erfüllt. Hier ist ein Absorberschwarm gelandet. Ich habe meinen CP, den ich bekommen habe, ausgegeben, damit die Einheit wieder regeneriert. Und die hat sich so regeneriert, dass sie hier steht. Ich umkämpfe den Marker nicht. Das macht sie in der Befehlsphase. Das heißt, ich konnte keinen Abwehrfeuer genau, geben. Das war das Ziel dahinter. Du bist jetzt blockiert, weil alles ist in Kohärenzen. Ja, die haben, gut, vielleicht muss ja dann 2-2 sein, ne? Gut. So. Ja, dann den Marker habe ich nicht umkämpft, den habe ich verloren. Die sind weggelaufen vom Marker und die müssen jetzt einfach sterben. Also entweder er greift die an und blockiert die. Ja, wobei, hinterher fließt du einfach rüber. Aber die Exokrine schießt da drauf. Ich setze darauf, dass einer stirbt. Die Exokrine tötet hoffentlich den zweiten Trupp. Sehen die den? Ich hatte das eigentlich so gemacht, dass... ganz knapp. Ne? Ich hatte die so eigentlich hinstellen wollen, dass das genau nicht passiert. So, Max, du kannst darauf schießen, wir haben uns da geeinigt, du könntest dich auch so ein bisschen nach hinten bewegen. Dann klappt das, ne? Gut, schießen. Die haben eine Dreierhose, ne? Zweier sogar, die Schweinepriester. Na gut, wir haben da einen Carnifex mit ganz viel Schuss. Der wird einfach sein Glück versuchen. Ja, dann gucken wir uns gleich die etwas härteren Schüsse mal an, ne? Okay. Machen wir das auch okay. Ein Lebenspunkt hat der Carnifex gemacht und jetzt macht vielleicht der Malesceptor weiter. Nee, der... Achso, wegen Retter, wegen Deckung wegmachen. Ne? Weil der steht ohne, dass du Deckung hast, also ist eigentlich egal. Aber er schießt trotzdem, weil er macht einen Schaden und du hast ja nur noch ein Leben. Genau, ich habe 2 Leben. Wir haben 3 Leben? Ja. Das ist aber eine Menge. 2 minus 1 für 1. Guck das nochmal eben nach, Max. Nicht, dass du...
Ich glaub, ja, es kann ja sein. Die haben drei Leben. Das ist ja gut. Zweimal? Ja. Minus eins. Ein Lebenspunkt. Ja, das hat sich ja gelohnt. Gut, dann Maliceptor. Macht er den Overkill hoffentlich. Mit der psionischen Energie kommt Manni eigentlich auch ganz gut klar. Er hat schon mehr ausgehalten. Ei! Ja. Widerstand 6. Der Typ hat Widerstand. Also Manni vielleicht, aber doch nicht die. Ja, da ist doch eine Einheit, oder nicht? Ja, aber der Große, das ist die Leibwacheneinheit. Ja, die Leibwacheneinheit hat Widerstand 4. Dann zweimal? Zweimal. Also ist es bei allen Beides anderen. Safe. Ich weiß nicht, warum das bei denen anders sein sollte. Hast ja recht. Dann schießt die Exokrine da drauf. Weil im Nahkampf macht der Maliceptor das nicht. Dann schießt er nicht da an, sondern auf die. 2, 4, 6. Exokrinen mögen ja Infanterie ganz gerne. Ja, ich hoffe, dass der auch. Ja, gut, er trifft das. Weißt du, ich würde einfach Arme auf Contempt tatsächlich einfach mal anmachen, weil du schießt ja auch eigentlich nichts Wichtiges. Außer mit einer Exokrine. Und das muss ich mal durchsetzen. 2, 4, 6. 6 Stück. 6-mal Deckung ignorierend, weil der Pyrorn Vogel geschossen hat. -3 wird zu -2 dann, ne? Wie auf deinen Retter. Dann brauche ich auch keinen Arme auf Contempt. Zu spät, Contempt. Du hast ihn ausgegeben. Nein. Alle tot. Ja, Mani aus Kalka für die 3. Ja. Nee, dann ist ja Quatsch. Ich komme ja auf meinen Retter. Ja, das ist nicht mein Problem. Stimmt. die andere Exokrine auf die. Wie heißen die Kollegen hier? Inzeptoren. Inzeptoren, genau, die bei mir in der Aufstellungszone frech stehen. Ja, 9 Schuss, das ist schon mal. Die gut. Werden jetzt den Kopf kürzer gemacht. Einer raus. Die 6 bringen nichts, weil ich ja auf Fahrzeuge scharf bin. Aber 2 Einsen ist natürlich unglücklich. 2, 4, 6. 6-mal minus 3. 6er Hose. Sind die tot. Und eine Einheit hast du da eben ausgelöscht. Dann der Flammenwerfer. Auf die zweite Einheit. Auf die zweite Einheit. 2, 6 Schuss wird zu 3. Das ist schon enttäuschend. Dann muss er es im Nahkampf machen. Ja, klar. Ja, alle verwunden. 2 Wunden. Du hast ja Stärke 5. Ne? Ach, du hast vollkommen recht, ja. -1 für 2. 2 Schaden. Die Gargoyles haben geschossen, haben auch nichts gemacht, aber Max hat sich nochmal bewegt. Da kann ich ja kein Abwehrfeuer geben. Hat er mich wieder schön gemoved, blockt. So, dann darf noch deine zweite Exokrine schießen. Ich kann dir ein Geheimnis verraten, René. Ja? Mir persönlich wäre es auch lieber, wenn man anders spielen könnte. Ja, das kann ich hier ein bisschen mehr Schaden machen. Wer soll... Deine zweite Exokrine. Die hat doch ach, die hat da schon. Bist du die hat hier hingeschossen, die hat da hingeschossen, die hat da hingeschossen, die haben alle. Ich könnte noch angreifen. Also, ich werde angreifen hier, Manni. Und der greift die Fliegerfutzis an, kommt da auch ran. Aber Manni aus Kalga, was hast du? Du hast auch DS2, ne? Aber eigentlich wie. Nahkampf 4, ne? Ja. Aber DS1 wäre natürlich gut, kann ich machen, dann habe ich kann jetzt auf eine 3 plus rufen. Die Kollegen haben wie viel OC? 2 jeweils, glaube ich. Weiß nicht. Dann bleibe ich lieber auf dem Marker stehen, sicherheitshalber. Okay. Weil hinten, du musst ja nur drüber fliegen und da klaust du mir den. Weil Bitte. Ich werde ja, wenn ich Glück habe, einen erschlagen, wahrscheinlich nicht. Obwohl du hast nur noch ein Leben, ne? Gut, dann bist du beim Maliceptor dran. Machen wir Abwehrfeuer lieber. Ich könnte. Irgendwelche langen, ne? Der Rest ist halt so, wie es ist. Der Maliceptor. Arm auf Content ist an. Grandios. 3 Attacken. Einer. Einen Treffer. Eine Wunde, Stärke 9. Gerüstet. Das ist nämlich die Arm auf Content. Sonst wäre es W3 plus 1 Schaden, sonst wäre es 3 Schaden, wäre tot. Ja, wäre tot. Du triffst einen Schlechter und verwundest einen Schlechter. Wegen der Aura. Treff einen nicht. Ja, dann verwunde ich dich ja nur auf die 6. Ja, ist mein Problem. Aber ich habe ja natürlich die gelingt. Fäuste von Ultramar. Deswegen ist der Synchro. 2-mal minus 3. 2-mal direkt. Ich habe zum Glück auch eine Art von Armor of Contempt. Die 6 Schaden? Die in Summe hilft. Max. 6 Schaden. Hätte auch tot sein dürfen, der Manni, ne?
Ja, das ist, gehe ich. Schnitt wäre tot gewesen, behaupte ich. So. Aber Pünktchen. Max, du machst ein Gage für klein. Ja. Behind in den Bilanz schmeißt er ab. Für ein CP. Gut. Und du hast einen getötet. Ja. Oder? Hier die. Die, ne? Genau, richtig. Aber und die Ehrenwache von Money. Aber ich habe Killmore. Ja, zählt nicht. Ist ein Modell. Ja, gut. Ich habe Killmore. Dann steht es nach Runde 3 jetzt 53 zu 43 für mich. Mhm. Für die Ultramarines. Und ich gehe jetzt mit Holdmore in die Runde 4. Ja. Gebietsverweigerung und vernichtet ist. Gar nicht so schlechte Karten in meiner Runde 4. Ich kriege nochmal 2 Punkte, 2 CP, einen durch Magnus Kalgar. Er lebt ja noch, er bleibt auch im Nahkampf. Hier bin ich meine 10 Zoll hier in das Geländestück gefahren, dass ich die beschießen kann. Hier bin ich advanced, dass ich einfach schon mal da hinten aus dem Stau rauskomme. Der Predator, Destruktor ist verbessert worden, der trifft ein bisschen besser. Die Scouts da hinten haben sich bewegt. Ja, der Redemptor hier möchte den chargen und vernichten. Area Denial mache ich ja hier mit ihm. Ich bin auch hier so schön in die Kante reingegangen, sodass die Exokrine mich nicht sieht. Und Max, Beschuss ist relativ wenig. Mhm. Ich würde sagen, er schießt auf ihn und er schießt auf ihn und dann sind die Gargoyles weg. Mhm. Weil ich habe keine anderen Ziele. Ist so, ne? Das ist korrekt. So schenke ich dir halt immer auf jeden Fall einen Kill, aber was soll ich machen, ne? Ja, das ist richtig, sonst würde es, glaube ich, noch schneller gehen. Die Mission ist halt so, kann man nicht ändern. Mein Destruktor schießt auf deine Venatoren. Einmal mit dem Reroll. Stärke 9 auf die 3. Das ist 3x mit minus 2. Hast du da was gegen? Ich habe eine 4er Hose. Dann 3x mit 3x 6. Alle tot. Aber gut. Die haben dann 3 Leben, ne? Ja, ja. Also ich weiß nicht, die Einheit. Gut. Der Redemptor hier schießt auf deine Pio-Rohre. Nein. Mit nicht überhitztem Makroplasma. 5 Schuss. Auf die Dry. Komm, ein Reroll. Nee. Auf die 3. Einmal mit minus 3. Ich bin nicht verdeckt, ne? Nur ich weiß nicht, ob mein eigener das verdeckt. Also habe ich 3 Leben. 2 Shardos. Dann meine Onslaught Gatling. Verwunde ich dich auf die 5. Nichts. Rocketpot. 3 Schuss, 2 Treffer, 2 Wunden mit DS1 für 2. 2 Schaden. Aber nur ein Leben. Sturmbolter trifft nicht. Noch mehr Schuss. Nee, das war's. Gott sei Dank. Verdammt. Oh, ich habe auch immer so ein Modell. Ich lasse die immer mit einem Modell stehen, ne? So ein Syndrom. Gut. Dann Max chargen. Eine Unterbrechung. Eine Frage. Möchtest du mit dem dich bewegen und schießen? Nee, mit dem möchte ich noch schießen. Dankeschön. Okay. Auf dem Marker steht deine Biovore. Ja, Biovore und der Schwarm. Die Neurotoran. Töte ich aber alle nicht. Nee. Dann schieße ich einfach in deine blöden Ganten da. Nein. Einer, zwei. Danke für die Erinnerung. Auf die Dry. Ja, sind so 6 und kommt da wieder ohne Ende rein, oder? Ja, sind 10, die da wieder reinkommen. Die wieder reinkommen? Ja, Sustained Hits 2. Alter. Auf die 3. Auf die. Das war sehr schlecht, aber Synchro. Oh, guck mal hier, die Hälfte, Max. Wenn du weniger als die Hälfte. Aber ich hab's jetzt grandios weggenommen, du siehst die gar. Nicht mit allen auf jeden Fall. Hier ist doch der Lümmel vom Lappen. Achso, dann bin ich gerade beim Verwundungswurf, ne? Dann schießt du halt auf was anderes. Also verwundest du was anderes. Also ich sag mal, einer könnte auf jeden Fall. Nee, dann schieße ich. Aber nicht alle. Lappen. Dann schieße ich einfach auf deine Bio-Wurfe. Okay. Auf die hat Widerstand 6. Die hat Widerstand 6, dann verwunde ich dich auf die 5. Gut, dass ich die schon weggenommen habe. Das waren die Wiederholungswürfe. Die kann ich hier nochmal wiederholen. Das ist relativ einfach. Dann sind es 12 mal mit minus 1, Max. Auf deine Bio-Rohre. 12 mal? Ja.
Die ist aber, glaube ich, auch Infanterie und hat da hinten Deckung. Infanterie hat Deckung und die hat jetzt eine Zweierhose in Deckung. Wieso das denn? Weil die eine Dreierhose im Standard hat und plus Deckung. Ja, ich habe minus eins. Das gleiche ich ja aus. Ja. Also habe ich eine Dreierhose. Ja, genau. Also ich meine nicht, dass ich jetzt zum Würfeln eine 2 habe. Das haben wir uns. Okay, okay. Du hast jetzt nicht ernsthaft 12 Wunden auf die 5 gemacht. Habe ich gemacht. Ich habe ja auch sehr viele Würfel gehabt. Ja, aber so viele ausgehen ja nicht. Zwei Schaden. Ja, zwei Schaden. Dann ist er genau tot. Dann würde ich sogar einen Wiederholungswurf anwenden. Weil die hätte ich gerne, weil du machst 2 Schaden, ne? Ja. Die hat 5 Leben, du machst jetzt 6 Schaden, aber ich würde gerne doch. CP. CP. Oder Phenopen hätte ich auch. Geht Nottingham dran in der CP-Zentrale. Ich hätte, hoffentlich, machen sie. Gut. Ich hätte auch klugerweise vorhin Phenopen anmachen können. Hast du noch ein Leben? Noch ein Leben, ja. Alles klar. Dann bin ich, glaube ich, durch mit Schießen und dann charge ich mit meinem Redemptor auf deinen Maleceptor. Mit einer 9 und dann mache ich den Tank Shock an. Kann ich dazwischen grätschen, ne? Tank Shock ist an, Max. Bin ich auf 3 CP runter. Da wird das überleben. Ich habe jetzt eine Stärke von 12. Ich habe Widerstand 11. 11? Das bedeutet, ich kriege nur 2 dabei. Und 5 Minuten höher machen wir Mortal Wounds. Worms. Ja, 4. Ja, noch 4 Leben. 4 Stück. Gut. Dann bin ich als erstes dran mit Attackieren. Der macht sich auf jeden Fall seine Phenopen. Gut. Du triffst einen schlechter und du verwundest. Ah, ne, der trifft nur schlechter, der verwundet nicht schlechter. Einmal für den Ironstorm Spearhead. 4 Treffer. Du triffst schlechter. Ah, die 3 gehen raus. Wie viel waren das? 3 Dreien drin. Dann ein Treffer. Eine Wunde. Wen hast du veroast? Ihn. 3 Dreien, Entschuldigung. Auf die 3. Dann zweimal. Auf deinen Retter. Dann will ich jetzt nur beide Schaden. Ne, einer darf durchgehen. Du machst 3 Schaden. Ja. Okay, Schnitt. Er steht nur mit einem. Phenopen, oder? Ah ja, habe ich angemacht. Stimmt. So, ne, 3 Schaden. 3. Alle durch. Okay. Dann darfst du attackieren. Ich darf Money zerhacken. Dann mache ich Arm auf Content an. Warum? Wird das nicht langsam langweilig? Mir wird auch langweilig, immer den Phenopen anzumachen. Ja, aber ist halt so, ne? Ja, ich finde das ganz grausam in der Edition. Wir haben zweimal getroffen. Wir haben zweimal verwundet. Einer geht durch. CP? Nein! Du kannst doch nicht hier ein CP nach dem anderen. Ach. Geht durch. Kit 2 durch, Manius Kalga will sterben. Leben. Ist kein Problem, Manni. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann geh. Das war wichtig, weil, also eigentlich egal, weil ich ein oder mehr Marker halt, aber du hast 3 Stück auf ein Leben runtergebracht. Was heißt 3 Stück? Achso. Der hat noch ein Leben, der hat noch ein Leben, der hat noch ein Leben. Ja, gut, die kleinen Dinger da. Alles klar. Ja, ich habe aber, es ist sehr schlecht, ich habe 3 Monster mit einem Lebenspunkt stehen gelassen. Nein, ein Monster. Dreimal, zweimal Infanterie. Genau, weil ich habe ja hier die... Du wolltest Bring It Down machen, ne? Bring It Down habe ich nämlich... Nicht geschafft. Gar nicht geschafft, ne? Du hast nur die Gargoyles getötet. Diese Runde. War ein bisschen mau, Kollege. Gargoyles und... Ein bisschen zu viel Splitfire gemacht. Ne, weil da hinten habe ich... Genau, da hinten habe ich auf die... das ist jetzt aber auch 3 Monster... Das sind keine Monster. Ja, aber es geht ja auch um Purge the Fall. Ja, natürlich. Ich muss jetzt 2 töten. Dann habe ich das erste Mal mehr getötet. Ich hätte jetzt 4 Kills machen können. Ja, richtig. Ja, du hast ja schon einen Kill. Du hast ja schon ausgeglichen. Ausgeglichen, ja. Dann muss ich jetzt noch irgendwas anderes töten. Max, deine 4. Runde, Abwehrfeuer von mir auf deine Neuroganten hat eigentlich nur 2 tot gemacht. Ja. Du glänzt hier mit der Piovore. Ja, und die Schlachtlinien kannst du hier gleich auch rausweiten. Ich hätte auch hier, machen wir anders. Ich schieße eine Spormine dahin, die glänzt. Der Kollege steht hier und der bleibt hier stehen, weil ich nehme die Deckung weg und dann. Gut. Kannst du nicht sogar gut auf den schießen. Also vielleicht jetzt aus der Richtung wieder. Muss ich mich irgendwo umdrehen, dass du mich mit einer Möglichkeit überhaupt von beiden Kanten nicht sehen kannst. Das müssen wir vielleicht mal gleich aussortieren. Gut.
Da glänzt an einem Marker die Mine. Der nimmt dir die Deckung weg, der schießt drauf, der hat sich zurückgezogen, auf dass er nicht stirbt. Die blockieren dich, dass du mir nicht hier reinläufst. Der ist nach hinten gegangen, um die drei Vögel da zu erschießen und nach Möglichkeit selber nicht zu sterben. Zu Noben macht er noch Flammenwerferattacken hinterher. Die Schlacht gegen die Ausweiten haben wir, weil der Marker ist meiner und der Marker ist meiner und die Kollegen hier beide unten, die Carnifexe, versuchen gleich, müsste ungefähr eine 8 sein, 8, 9 auf denen. Das müssen wir gleich mal, ja, aus. Ein Auge hat sehr weit. Kommt nicht dran. Ja. Ein Auge kann nur über Base von anderen schlagen, reicht ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schieß mal eine Runde, Max. Ja. Der Maliceptor hat sich zurückgezogen. Ja, genau, da kann ich schießen. Das kann der Flammenwerfer-Dude und die Pyrovore auf deinen Cybot. Vier mit deinem Kauwürfel. Auf die... Widerstand 10. Ja, Stärke 6 auf die 5, Twinlink. Einer, Twinlink minus 1. Flammenwerfer? Ja, ja. Geil. Ja, geht durch. Ein Schaden. Super. Dann die Exokrine. Ja, mach ich aber auf Content hier an. Wenn die Carnifex im Nahkampf ankommen, mache ich da sowieso nichts gegen. Ja, die haben auch bestimmt alle DS ganz viel. Der hat, ne? DS3, der Einauge ist der, ja, einzige dann, im Nahkampf mit DS3 bei den Tornaden. Dann mache ich hier Arm of Content. Ich glaube, so kannst du mich am ehesten nicht erschießen. Haben wir uns ein bisschen bewegt. Wir haben W6 plus. Oh, gebe ich meinen CP aus? Nein, 5 Schuss. Nicht. Und ich habe einfach ein CP dafür ausgegeben. Ja. Ey. Ist das jetzt. Ich hab. Okay. Die hier unten, die immerhin besser als wenn der Kollege das gemacht hätte, weil die müssen sterben. Das wäre schon ein Träumchen. Das werden sie auch. 5 Schuss auch nur, aber könnte reichen. Die hat sich bewegt. 4-mal auf die 6. 4-mal, ja. Komm, einer bleibt stehen. Nee, alle tot. Kannst du gerne an die Seite stellen. Hast du schon 2 Kills gemacht? Mhm. Aber wir haben übrigens festgestellt, der René hat die Venatoren getötet. Genau. Der hat die Gargoyles getötet. Und da hinten Absorberschwamm. Und den Absorberschwamm, genau. Deswegen hat der René 3, ich bin jetzt bei 2. Das heißt, Carnifex-Kollegen müssten jetzt irgendwas erschlagen, um das auszugleichen. Ne? Das einfachere Ziel wäre jetzt er. Das ist richtig. Aber er wäre das sinnigere Ziel, weil jetzt der läuft halt amok. Aber andererseits gesehen, weil er schlägt auf jeden Fall ihn. Ja. Und oder vielleicht. Ja, aber ich habe halt keinen. Ich punkte in der Runde 5 am Ende, also könnte ich auch dann von da nach da laufen. Wenn die hier stehen, sind die auch kein gutes Ziel für die ganzen anderen Antipanzer, ne? Achso. Antipanzerbeschuss und der Angriff einfach kürzer. Ich glaube, ich muss versuchen, den zu töten für Punkte. Ja. Das ist nun mal auch die Mission, ja, Purge the Foe. Ja. Die 5, guck, die hätte es zu denen nicht geschafft. Haben wir da die 5? Nee, ne? Doch, das ist unter 6. Okay. Das ist unter 6. Aber so, also, weißt du. Dass er nicht basen, ja. Das ist okay. Knappig. Das ist vollkommen in Ordnung. Gut. Dann würden wir attackieren. Mein Armor Predator. Der arme Predator. Hoffentlich ist es ein toter Predator. Wahrscheinlich. Ein Auge trifft auf die 3. Ist ein besonders kacke Modell, was im Nahkampf auf die 3 trifft. Ja, mit nichts anderes als Nahkampfattacken. Aber er darf alles wiederholen. Das ist auch gut so. Das ist sehr gut so. Weil der andere, weil alles er rein getroffen. Anführt, alles getroffen. Stärke 14 auf die 3. Ja, 3-mal dann. Ja, ich gebe ein CP. Du hast noch eine 6er Hose dann. Ja. Und wie viel Leben? 10, glaube ich. 11 habe ich. 11. Ja, gib mir mal, du schaffst alles. Ich töte ihn halt. Ich gebe ein CP aus. Für eine 3. Natürlich nicht. Alle 3 durch, Max. 7 Schaden? Plus 1, plus 3, 10 Schaden. Ja, aber dann hast du doch noch deinen normalen. Ja, der macht der normale, ja, habe ich noch, du hast vollkommen recht. Ich lass jetzt auch Modelle mit einem Leben stehen. Der normale hat 4 Attacken mit
mit Zähnen, sogar 6 Attacken, mit Zähnen und Klauen. Ne, Entschuldigung, doch nur 4 Attacken. 4 Attacken auf die 4. Also wiederholen. Vielleicht eine 6. Ne, soll keine 6 werden. Stärke 6 auf die 5. Zweimal minus 0. Safe. Ich schlag so nicht. Okay. Max, die Runde 4 endet. Ich hätte einen Panzerschock vorgemacht für den 1CP, ne? Hättest du gemacht, ne? Ich konnte jetzt nicht mal auf den Marker zurückpeilen. Die Runde 4 endet. Du machst Extend Battlelines, weil deine Pio, wo da steht, ne? Ja, und die, genau, und der Kollege Clenst, der, genau. Der kurze daneben. Clenst auch für 3 Punkte. Für einen Marker, ja, immerhin. Du machst Hold und ein Kill. Also, du machst nicht Killmauer, aber du machst Kill. Ja, leider nicht mehr. Das haben aber ich mach, weil das hier passiert ist, mach ich Killmauer. Das ist einfach unglaublich. Das ist das nicht bitter, Max? Ich habe halt 5 von, ja, ich habe halt sehr viel. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich in meine letzte Runde. 2 und 1 gewürfelt beim Ver. Ich halte mehr. Das heißt, Kill, irgendwas töten, ist mir jetzt schon egal, weil ich habe 48 Punkte primär. Achso, okay. Ja, obwohl ich noch vernichtet ist auf der Hand. Ja, wenn du einen tötest, bist du bei 50 gelandet. Vernichtet ist plus Bastion verteidigen. Ja, easy. Gute Mission. So, wir haben einiges schon an Beschuss gemacht. Leider sehr uneffektiv. Die Neuroganten habe ich getötet. Der Rocket Pod ist hier gerüstet worden vom Redemptor. Hier habe ich einige Lebenspunkte gemacht, aber der Predator, der hier in Advanced ist, hat vollkommen versagt. Ja, ja, ja? Gut, er musste einmal um die ganze Platte und. Richtig. Hier habe ich einen Carnifex bis auf 2 Lebenspunkte runtergeschossen vom Redemptor aus. Und Max, ich mache jetzt hier einen Angriff mit meinem. Will ich nicht. Redemptor. Der soll überleben, René. Hab Mitleid mit ihm. Und dann mache ich den Panzerschuss. Der letzte CP. Letzte CP. Aber dann kannst du keinen Arm auf Code mehr anmachen. Ja, in deiner Runde schon. Krieg ja dann wieder einen. Ja, aber ich werde jetzt überleben. Nein, ja, wieso das denn? Weil du einfach keine 506 würfelst. 8. Ich verzaubere dich jetzt. 10. 12. Plus nochmal 2. Reicht nicht, René. Es sind 4 Mortals. Dann drücke ich dir 4 Mortals. Es ist nichts explodiert heute. Nein, es ist nichts. Wir haben nur explosionsfähige Einheiten auf dem Spielfeld und nichts hat getan. Ne? Ich könnte jetzt auf den Marker peilen. Warum nicht? Bist du an mich rangerutscht? Bist du 3 Zoll? Ja, das war 3 Zoll. Dann gönne ich dir das. Ich kann nicht mehr machen. Ich habe einmal vernichtet, ist noch gemacht. Du verteidigst deine Bastion. Die Bastion kann der Max mir auch nicht mehr nehmen. Und du hast aber nochmal 2 frische Karten. Ich darf auch meine Bastion verteidigen. Supi. Und die Gebietsverweigerung. Das brauchst du. Du hast den CP schon ausgegeben? Nee, oder? Ich gebe aber jetzt einen CP aus. Ja, musst du machen. Dann bin ich gleich bei meinem einen und. Außenposten einnehmen? Ja, soll deine Mission. Ja, Max, komm. Aber dann Ghetto Faust. Dann brauchen wir die letzte Runde. Ja, ich muss ja was töten noch. Ja. Und Marker halten. Aber ich mache außer Bastion verteidigen keine andere Mission. Dann kommen wir zur Punkteverzählung am Ende des Spiels wieder. Max hat natürlich die Möglichkeit, jetzt hier noch einen Predator auf einem Lebenspunkt zu töten. Mit Glück, ja, die Gebietsverweigerung hätte ich sogar den in der Mitte, ich hätte mit einem Auge versuchen können, den in der Mitte zu töten, ne? Ja, das kannst du natürlich noch machen. So, Max hat jetzt in der 5. Runde schon alles geschossen hier. Aber es hat nicht geklappt, den Redemptor zu knacken, ne? Du hast wirklich mit allem drauf rumgelötet. Der hat einfach alles weggerettet, der gute junge Herr. Und wir haben das so gemacht, Max kann Area Denial schaffen. Deswegen hätte er ja nicht CP einsetzen brauchen, ne? Genau, weil ich muss. Und das zeigen wir jetzt. Das ist nämlich relativ spannend. Du hast jetzt einen 7er Charge auf den Redemptor. Ja. Das ist eine 8. Das ist eine 8. Das passt definitiv. Setz ran die Lachse. Ja, genau, reicht doch, ne? Ja. Gut, dann. Ich mach Armor of Contempt an, Max.
um dein DS3 ein wenig zu abzumildern. Ja, okay. Und dann? Ich gebe meine 2 CP aus für 5 Verwunden automatisch. Das seid ihr gewährt. Das ist jetzt die letzte Aktion im Spiel. Ja. Wir fangen mit dem Kleinen an, um es spannend zu machen. Der wiederholt alles. Und der verwundet dich dreimal. Ja, du kannst mal anfangen, Einsen zu würfeln. Nee. Gut, dann kommen die nämlich jetzt alle. Dann kommt ein Auge. Einmal wiederholen? Oder möchtest du fischen? Ich fische. Weil wir haben ja gerade gesehen, was ich beim Verwundeten würfeln. Hast du höhere Stärke als ich. Ja, ja, aber wir haben gerade gesehen, dass ich würfeln kann. Und deswegen ist mir das so lieber. Weißt du, wie ich meine? 4 Runden. Viermal. Auf die 4 oder höher. Ja. Ich habe kein CP mehr. Ich habe alle gerüstet. Okay, soll nicht sein. Es soll nicht sein. Ja, wirklich. Statement von Ultramar. Ja. Wird rausgesendet. Ich schlag nochmal kurz zurück. Alles. Dreimal mit minus 2. Ich will den einen Carnifex noch tot machen. Ja, den tötest du. Minus 2. Minus 2. Dann hat er eine 2er Hose, dann ist er tot. Und gut. Ein Auge hält ein, hat aber einen Feel No Pain eingebaut. Ja, dann macht er nicht einen einzigen. Ne? Gut, du machst keine Punkte mehr, Max. Für Area Denial. Nee. Defense Stronghold kriegst du aber. Ja. Am Ende des Spiels. Immerhin. Du hast getötet. Zero. Nix, aber du hältst ein. Das ist jetzt nicht so viel gewesen und ich mache dadurch eigentlich nochmal Killmore, kann ich aber nicht mehr. Ah, du armer Kerl. Ich hab primär schon alles voll. Und Max, dann geht das Spiel aus 91 zu 66. Kurze Nachbesprechung. So, Max, zwei sich ähnliche Listen, aber doch irgendwie verschieden. Ne? Also, ja. Kam mir heute wie selten oder wie lange nicht sehr zahnlos vor, die Tyranniden. Ja. Muss man so sagen. Ich habe verloren jetzt in dem Spiel die Inzeptoren, Maniuskalga und Redentor. Jupp. Das sind 230, 180 und 210 Punkte. Also irgendwie knapp über 500. Ich habe dich halt auch nicht getabelt oder so, aber da war mit Pech dann noch Modelle mit einem Lebenspunkt stehen lassen und so und das so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Mission war gut zum Trainieren für dich, weil ich glaube, die ist gegen Marines hart. Ne? Du hast halt viel, dein Spiel ist es halt, viele kleine Einheiten zu haben und da den Gegner mit zu nerven. Und das war natürlich heute für mich gefundenes Fressen, hier viermal Killmore zu holen. Ja, ja, ich muss halt auch den Move-Block machen, weil ich halt nichts töte. Weil wir festgestellt haben, bin ich zahnlos, der Tyrannide. Und deswegen muss ich dich halt immer anbewegen. Sonst hätte ich komplett durchlaufen können, ne? Ja, ja, und dann hättest du zwar nicht Killmore gemacht, aber ich hätte halt, du wärst halt durchgelaufen. Dann stellst du in Runde 3 in meiner Aufstellungszone mit allem. So, wir haben beide auch nicht so ganz so mega sensationelle Secondaries immer gezogen. Ne? Du hast 31, ne, ich habe 31 Punkte sekundär geholt. In der ersten Runde zum Beispiel gar nichts. Ne? Ja, aber dafür ist dann schon wieder gut. Ja, das stimmt. Weil theoretisch hättest du in der ersten Runde, sagen wir mal, 5 bis 10, dann wärst du bei 40 gewesen. Aber bei dieser Armee nervt mich halt manchmal. Ich könnte schon in Turn 2, Turn 3 auf deinem Homebase-Marker landen und dir den klauen, aber ich zieh's nie. Obwohl ich die Inzeptoren dafür hätte. Ja gut, das wäre jetzt hier nicht möglich gewesen. Gut. Aber theoretisch, ja. Ja, Purge the Foe, voll die Space Marine, wie nennt sich das? Voll die Space Marine Mission irgendwo, ne? Gerade vielleicht gegen leichte Ziele. Das ist halt, wenn du deine Vanguard-Liste oder halt eine infanterielastige Space Marine-Liste spielst, dann mache ich dich weg. Und dann habe ich die Profile. Aber alles, was eine 2er Hose hat, Armor of Contempt noch bestenfalls und Widerstand 9 aufwärts, dann machst du als also wenn du jetzt, nichts. Also wenn du jetzt mal bedenkst, ne? Wir haben, du hast hier das rechte Spielfeld unten gehabt und ich habe das obere Spielfeld gehabt, weil ich da gar nicht rauskam. Da war mein Executioner, hat nichts gemacht. Ja, der hat jede Runde 8 Punkte geholt.
durch Kill und Kilmore. Und der hat einen Marker gehabt. Ja, ja, aber ich finde. Aber nicht seinen Job, den er eigentlich machen sagen, soll. Da sind drei Panzer hinten komplett gebunden worden. Ja, du hättest ja auch schon früher zurückfahren können. Ich hab eigentlich das Spiel fast nur mit den Redentoren gemacht diesmal. Ja, ja, und das hat ja gereicht. Also wir haben jetzt im letzten Zug gesehen, wie zäh die sind oder wie zäh die sein können. Mach halt einfach. Oder letzten zwei Runden hat man gesehen, dass ich einfach nichts an denen tue. Selbst im normalen Panzer, gut, das war jetzt mit Einauge, war ein bisschen unglücklich gewürfelt bei dem Annihilator oder was das war, ne, beim Predator. Aber auch beim Redemptor. Lustigerweise, du hast mit 28 Punkten sekundär nur drei weniger als ich. Jo. Ne? Also selbst im Sterben, selbst mit so einer Übermacht, hast du immer noch geschafft, sekundär zu spielen. Ja, ja, aber das ist ja der Sinn meiner Armee. Genau. Aber ich würde dabei gerne auch Primary halten. Ich glaube, wenn wir vielleicht gesagt hätten, wenn wir eine andere Mission gespielt haben, irgendwie halte 5 für oder halte einen Marker für 5 Punkte oder sowas, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen hättest mehr. Hättest du wahrscheinlich mehr. Ja, dann hätte ich diesen Marker, den links. Das Kill und Kill More, das ist mir natürlich sehr, das sind halt dann, sehr zugute gekommen. Ne? Das waren halt jeder, ich meine gut, ich meine, pro Runde hättest du halt sonst hätte man so 10 jeder pro Runde gehalten, ne? Punkte primär. Und so hast du jetzt halt 12, 12, 12, 16, 12. Naja, das ist halt mehr. Ja, ist so wie es ist. Es nervt mich momentan so ein bisschen, dass Tyranniden so zahnlos sind, ne? Ich hoffe, dass einfach ein paar weniger so fiese Panzerlisten oder Knights sind auch. Knights sind ganz schrecklich. Ja, klar. Du freust dich über Knights. Ja, weiß ich nicht. Aber Knights sind halt. Die schießen mich ja auch tot. Ja, das stimmt. Mit ganz vielen Melter. Melterlanzen und im Nahkampf können die auch gut kämpfen. Ich könnte noch 6 Zoantrophen mitnehmen, aber das sind halt 6 Schuss Laserkanone ohne Wiederholungswürfe. Das ist. Also Max, 6 Schuss Zoantrophen oder 6 Zoantrophen, weiß ich nicht. Ich habe hochgerechnet, die töten kein Rhino. Ja, das ist ein bisschen traurig. Absolut. Deswegen lasse ich sie weg und setze darauf, mit kleinem Kruppzeug irgendwie Sachen zu machen, aber das Kruppzeug machst du halt weg. Gerade in dieser Mission. Ich glaube, das Experiment mit Einauge und also die Fanifexe, ich weiß es also nicht. Also ein Auge hat mir nicht gefallen. Ich finde die ein bisschen zu. Ja, ich will nicht schon wieder zahnlos sagen, aber man hat nicht so wirklich Angst vor denen. Es sei denn, du spielst die vielleicht hättest du die auch aufstellen sollen. Dann hätten die wenigstens 1-2 Runden um den mittleren Marker gekämpft. So ist mein Redemptor da in die Ecke gegangen und hat da ein Käffchen getrunken. Dafür war der Haruspex ja gedacht, den du in einer Runde erschossen hast. Ach so. Ja. Und wenn jetzt ein Auge mit weniger Widerstand und weniger Leben als ein Haruspex, der hat zwar noch einen anderen Carnifex dabei, aber wenn der spielen will in die Mitte, dann schießt du mit deinen Panzern, die da drei so in der Ecke standen, einfach da drauf und dann ist er weg. Ja. Schwierig, Max. Schwierig, vielleicht vom Matchup einfach wirklich kleines Mismatch mal für die Tyranniden. Ich finde meine Panzerliste immer noch gut. Ja, wenn die durch Vindicator. Wenn ich den der Executioner war gut. Ja. Auch gerade durch das Gerödelskram. Aber ich glaube, dass zwei Vindicator das genauso machen würden. Wenn du zwei für den einen. Nee. Dann würde der eine Annihilator auch noch rausgehen. Okay. Aber ein Vindicator hat halt 3 plus W6 Schuss Blast. Naja, und der macht halt auch Panzer mit Stärke 14 besser weg. Der macht solide Panzer weg und das Bescheuerte ist, ja klar, der ist 40 Punkte teurer als ein Annihilator. Der kostet aber 100 Punkte? Der kostet 170, der Vindicator, okay. Und der Predator mit Laserkanonen 130. So, der Predator mit Laserkanonen hat 3 Schuss Laserkanone, wovon eine Stärke 14 hat und Synchro ist. Aber der Vindicator fängt ja schon bei 3 plus W6 Schuss an. Schuss, der macht ja schon 4 Schuss Stärke 14 minus 3. Ja, plus der hat auch noch Seitenkuppen, oder? Nein, hat er nicht. Okay. Aber. Ja, aber eine Zweierhose. Aber er eine Zweierhose. Er kostet 40 Punkte mehr, macht aber auch schon mehr Schuss. Ja, ja, richtig. Und deswegen ist es eine Überlegung, wenn man die Punkte hat, den da wirklich abzugraden. Ich würde mal ausprobieren, das hört sich ganz sinnvoll an. Ja. Zumal die auch günstiger wurden aus irgendeinem und nicht nachvollziehbaren Grund. Ich kann es ja auch nicht sagen, Max. Gut,
Das war ein Turnierlistentest, deswegen sind wir auch hin und wieder mal ein bisschen, ich sag mal, durchgehuscht, weil es gab Spielzüge, da ist gar nicht so unbedingt viel passiert. Ne? Da hat man sich bewegt, die Bewegungen waren relativ klar und dann hat man ein paar Würfel geschmissen und bei den spannenden Sachen haben wir euch ja auf jeden Fall mit dazugeholt. Ja. Max, war mir eine Freude. Denk nochmal ein bisschen drüber nach. 2 Tage hast du noch. Das ist natürlich jetzt nicht einfacher geworden. Nee, ich weiß noch nicht. Ich bin immer noch so, also ich, keine Ahnung. Ich bin immer noch auch hilflos wie vorher. Das hat mir wenig geholfen. Und Imperiale Armee bin ich zu langsam fürs Turnier, glaube ich. Vom Spielen einfach. Das ist sind viele Picks, ne, die man pro Runde durchgehen muss. Und das ist halt so schwierig. Und deswegen waren Tyranniden, eigentlich machen sie mir auch Spaß, aber es gibt halt so krasse, so viele krasse Outs, sag ich mal. Knights, Chaos Knights, so eine Art von Liste, das Elder, oder, ja, das ist alles schon, das sind alles schon so als viele. Black Templar wirklich, ja, dann so, mit. Vergiss es, brauchen wir gar nicht anfangen. Aber 1000 Multi. Das sind halt schon so 4 Archetypen, wo ich echt sehr große Probleme habe. Ich glaube auch, dass Orks, ein guter Orkspieler, dir das Leben sehr, sehr schwer. Ja, definitiv auch. Na, weil, wenn du da wirklich gegen die Großwildjagd kommst, das ist schon hart. Stimmt, aber da habe ich gefühlt, auf jeden Fall kann ich noch mitspielen. Hier fange ich an und es macht auch keinen Spaß, das Spiel immer so zu spielen, dass man darauf bauen muss, einen Move zu blocken, weil man nichts tötet. Ja. Und man will auch eine Armee aufstellen und mal sagen, okay, komm. Ja, diese Runde schieße ich mit 3 Monstern auf einen Panzer, dann ist der tot. Das kann ich nicht. Ja, das ist schwierig. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ist wie es ist. Vielleicht gibt's im Sommer ein kleines Update. Und ansonsten werde ich nach dem Turnier vielleicht mehr Imperial Armee spielen. Mal schauen. Ja, da und nicht reinfuchsen, ne? Ja. Genau. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Jo. Daka Daka TV. Ciao.